Es war eine wahnsinnig erfolgreiche Saison für die deutschen Race-Snowboarderinnen. Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen, dazu zweiter, dritter Platz jeweils im Weltcup. Und heute zum Abschied sozusagen des Winters sind sie nochmal zu uns hier gekommen in die Sportarena. Und ich sage herzlich willkommen, die zweite von Pyeongchang. Herzlich willkommen, Selina Jörg. Servus. Servus, hi. Dann die dritte, also die Bronzemedaille erobert, Ramona Hofmeister. Servus. Hallo. Und er hat zwar keine Medaille erobert, aber der Anlass ist auch ganz besonders. Er beendet nämlich seine Karriere. Der Mann aus München-Aschheim, der so viele Jahre damit gefahren ist. Patrick Busler, servus. Hallo. Den Anfang machen aber die Frauen nur, Patrick. Tut mir leid. Beziehungsweise, es freut mich sehr, ihr habt auch zum Ende des Winters nochmal richtig zugeschlagen. Genauer gesagt, Selina hat den Abschlusswettbewerb in Winterberg dann auch nochmal gewonnen. Von daher hätte der Winter doch endlos weitergehen können. Ja, also perfekter Saisonsabschluss für mich auf heimischem Boden in Winterberg. Nochmal einen Weltcup zu gewinnen nach einer ohnehin schon sehr erfolgreichen Saison war natürlich so der perfekte Abschluss. Und ja, so zum Ende hin ist es dann schon sehr lang geworden, der Winter. Also ich habe es gerade gemerkt, so nach Olympia war ich dann doch vom Kopf her auch ziemlich leer. Habe es körperlich auch gespürt, dass einfach der Höhepunkt erreicht war und man dann auch erstmal merkt, wie viel Druck von einem abfällt. Aber ja, nach dem Ergebnis hätte es von dem her nur weitergehen können. Aber ich bin dann doch froh, dass jetzt in die Pause geht und ja, den Winter langsam ausklingen lassen können. So eine Standardfrage, die oft recht komisch klingt immer, wenn nach einem großen Erfolg, wie zum Beispiel Olympische Spiele, dann, wenn dann gefragt wird, ja, hast du schon realisiert? Ja klar, mein, du hast ja den Platz reingefahren, du hast die Medaille ja schon in der Hand. Ja. Jetzt ist der Winter rum, jetzt kannst du es richtig so Revue passieren lassen, die ganze Saison mit diesem absoluten Highlight. Genau, also wir sind jetzt ja eine Woche, vor einer Woche war der Saisonabschluss und ja, jetzt ist langsam so die Zeit dafür, dass man alles mal sacken lässt, dass man die Saison Revue passieren lässt und einfach, ja, ich sehe die Medaille jeden Tag, freue mich jeden Tag riesig drüber und ja, bisher war noch viel Trubel und einiges zu tun, aber so langsam sickert es durch und ja, freue mich jeden Tag riesig, wenn ich sie bei mir an der Wand hängen sehe. Ist jetzt kein frauenfreundlicher Spruch oder so, aber wird die auch jeden Tag schön geputzt, so sauber gemacht, gewienert? Nee, eigentlich nicht. Also klar, es haben jetzt viele Leute die Medaille schon in Händen gehalten, aber es freut mich auch, wenn ich den anderen die Medaille zeigen kann. Es haben ja so viele mitgefiebert und jeder freut sich mit einem. Von dem her finde ich es auch toll, wenn die Leute Interesse zeigen und dürfen sie auch gerne dann in Händen halten. Aber danach wird sie wieder an die Wand gehangen und da hat sie ihren Platz jetzt. Ramona, bei dir ist es die Bronze geworden. Genau. Trauerst der Goldenen oder Silbernen ein bisschen hinterher, dass es nicht fürs Finale gereicht hat im Pyeongchang? Überhaupt nicht. Gar nicht. Nee. Meine ersten Olympischen Spiele. Und ich habe zwar davor immer in einigen Interviews eben gesagt, ja, ich hätte gerne eine Medaille und ich würde gerne eine mit nach Hause bringen. Und im Endeffekt war es ja ein Tag, eine Chance. Und bei der ich dann auch noch schon angeschlagen und krank an den Start gegangen bin. Und dass ich es jetzt wirklich geschafft habe und eine mit nach Hause gebracht habe beim ersten Olympischen Spielen, das ist unbeschreiblich. Also du hast dich quasi mit dem letzten Atemzug noch zur Bronze geschleppt? Ja, so kann man sagen. Am Abend, wo wir dann empfangen worden sind im Deutschen Haus und mit der Champagnerdusche, da habe ich schon Fieber gehabt und Gliederschmerzen. Also da war ich nicht in der Verfassung eigentlich zu feiern. Deswegen, am nächsten Tag ging es dann auch schon bergab. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass es nicht einen Tag früher angefangen hat bei mir und genau. Aber du bist ja doch mit einem gewissen Erwartungsfund dahin gefahren, zwei Weltcups vorher gewonnen, genau. Von daher schon spitzenmäßig vorgelegt und dann auch das hinten dran. Klar, eine gewisse Favoritenbürde, möchte ich vielleicht sagen, war dabei. Genau, deswegen habe ich in den Interviews ein paar Mal gesagt, dass eben das große Ziel doch eine Medaille ist, weil ich eben in den Weltcups davor gezeigt habe, dass ich es drauf habe und dass es nicht unrealistisch ist. Und was ihr auch mitgebracht habt, das sind die ja, gläsernen Sachen vom Weltcup. Selina hat es geschafft. Dreimal Zweite zu werden. Genau. Parallelslalom, Parallelriesenslalom und im Gesamtweltcup. Ja, jedes Mal Zweite, das ist schon fast ein bisschen Ironie des Schicksals. Nee, also ich bin super glücklich über die dreimal zweite Plätze im Gesamtweltcup oder in den Disziplinenweltcups. Klar, am Ende ein bisschen schade. Mir haben dann im Slalom 10 Punkte gefehlt auf die Kristallkugel. Also ich glaube, näher könnte man nicht dran sein, weil beim Sieg gibt es bei uns 1000 Punkte. Also 10 Punkte ist wirklich wie nichts. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich hätte im Slalom dann am Ende gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich dann doch nur so weit jetzt nach vorne komme. Aber durch den Sieg hat es einfach gleich noch einen riesen Sprung gegeben. Und ja, jetzt hier die Sammlung zu sehen, bin mega stolz drauf. Ich hätte es mir niemals träumen lassen, so eine Saison zu fahren. Und von dem her bin ich absolut happy mit viermal Silber, was jetzt hier liegt. Und bei dir ist es nochmal der Dritte geworden. Genau. Also ja. Dies Jahr abonniert so bei den Sachen noch so ein bisschen auf den Dritten. Zwar zwei Siege im Weltcup, aber dritter Platz auch schön. Genau, ja, auf jeden Fall. Eben, wie schon gesagt, ich war ja sehr krank und das Ganze hat sich dann 3 Wochen gezogen.
habe dann einen Weltcup verpasst und bin somit aus der Gesamtwertung immer ein bisschen ein Stück zurückgefallen. Habe dann versucht, in der Schweiz wieder mit anzugreifen, aber es ging eigentlich nicht. Ich war schon dabei und habe versucht, mich wieder nach vorne zu kämpfen. Und wie jetzt am Schluss noch im Winterberg, habe mich die Selina noch überholt. Da war ich nämlich zweit im Gesamtweltcup. Aber ich bin total stolz darauf, dass es noch für die Gesamtwertung im dritten Platz gereicht hat. Eine Snowboarderin hat in diesem Winter für Wahnsinn Furore gesorgt, Esther Ladecker aus der Tschechei, gewinnt im Skifahren, im Super-G die Goldmedaille und dann natürlich dann auch noch im Paralympics-Slalom. Für euch so eine Sache der Unglaubwürdigkeit? Nee, also sie hat es auf jeden Fall verdient. Ich glaube, sie ist ein Jahrhunderttalent, vor dem man alle nur einen Hut ziehen kann. Erstens schon mal in zwei Sportarten bei Olympia in den Start zu gehen, ist schon Wahnsinn. Und dann noch in beiden eine Goldmedaille zu gewinnen, ich glaube, das gab es nicht bisher und wird es so schnell auch nicht wieder geben. Also sie ist ein extremes Talent und ja, also sie hat es wirklich verdient. Sie war jetzt auch den ganzen Winter eigentlich bei jedem Rennen, hat sie gezeigt, dass mit ihr immer zu rechnen ist, hat fast alle Weltcups gewonnen, wo sie am Start war und von dem her absolut verdient. Und ja, mit ihr war auf jeden Fall zu rechnen. Aber dass es dann im Skifahren auch bis nach ganz nach vorne gereicht hat, war, glaube ich, für jeden eine Überraschung. Am meisten wahrscheinlich auch für sie selbst, wie man im Ziel dann gesehen hat. Ja, ich habe schon ein bisschen an sich selbst geglaubt. Genau. Pusht es euch? Euren Sport auch nochmal, wenn plötzlich eine kommt, die auch in einer anderen Sportart, ist ja auch eine Wintersportart, dann so einen grandiosen Erfolg hinlegt und plötzlich sprechen alle über die Snowboarderinnen, über die Snowboarder wieder. Auf jeden Fall, ja. Also für mich wäre das auf jeden Fall nicht möglich, weil ich bin eine grottenschlechte Skifahrerin, aber sie hat meinen größten Respekt und ja, was sie da hingelegt hat, ich glaube, es gibt keine zweite, die das schaffen könnte auf der Welt. Oh, da können wir zusammentun. Ich fahre so schlecht Ski, dass ich das gesehen habe. Das ist wirklich eine Sache, naja, ist nicht für das Fernsehen bestimmt. Und Patrick hat zum letzten Mal die ganz große Bühne betreten, Olympische Spiele, nach dem vierten Platz in Sotschi. Da war eigentlich ja noch was offen, aber es hat diesmal nicht geklappt. Ja, also eigentlich der vierte Platz in Sotschi hat mich schon auch geärgert, auch im Nachhinein. Das hat immer ein bisschen an mir genagt. Da habe ich eigentlich dann mir schon vorgenommen, dass ich die Platzierung jetzt noch mal toppen kann. Und das war auch mein großes Ziel und ja, ist leider nicht so aufgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Und nun ist die Karriere zu Ende. Mit dem Höhepunkt, du hast es auch mitgebracht, die Medaille und den Pokal. Dritter Platz bei der Weltmeisterschaft, damals reingefahren. Das ist für dich auch der wichtigste, der schönste Erfolg gewesen? Ja, leider war das der einzigste gute Erfolg, den ich bei einem Großereignis gemacht habe. Also mit dem vierten Platz, also ich erwähne den vierten Platz in Sotschi auch immer wieder, weil das für mich persönlich eben auch wie eine Medaille ist. Also es ist, ich habe mich darüber schon auch sehr gefreut, aber leider gibt es für den vierten Platz keine Medaille und bisher, dann bleibt es eben bei dem dritten damals bei der WM. Ja. Wann stand der Entschluss fest, dass du sagst, die Karriere ist zu Ende? 2001 hast du angefangen im Weltcup. Das ist wirklich eine lange Zeit. Ja, also es war schon vor Sotschi so, dass ich überlegt habe, schaffe ich es nochmal nach Sotschi? Es ist ja nicht leicht, diese 4 Jahre sind wirklich immer eine Periode, wo man immer eigentlich am Limit trainiert und arbeitet, sich immer wieder frische Ziele setzt und sich motiviert. Aber Sotschi war dann für mich, also nach Vancouver war mir dann schon relativ schnell klar, Sotschi mache ich noch. Und damals habe ich schon überlegt, nach Sotschi aufzuhören. Aber nach dem vierten Platz habe ich ganz neue Motivation gehabt und wollte dann auf jeden Fall weitermachen. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich mache es bis Korea weiter. Also auf jeden Fall nehme ich Korea noch mit und dann habe ich 4 Olympiaden. Und das macht sich auch ganz gut in seinem Lebenslauf, denke ich. Ja, dass ich es nochmal nach Korea auch geschafft habe, war für mich auch ein ganz großes Ziel. Also und, wo ich ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich es überhaupt dorthin geschafft habe, dass ich mich gleich beim ersten, zweiten Weltcup dann qualifiziert habe. Ja. Wurde es schwerer? Wurde es leichter so im Laufe der Jahre? Nee, ich muss sagen, über die Jahre hinweg ist unserer Sportart schon viel schwieriger geworden. Also die Leistungsdichte, das Niveau hat sich extrem erhöht. Die Kurse wurden auch schwieriger. Also es war auch nicht immer leicht, sein Material richtig auf die Kurse anzupassen. Also es war jedes Jahr wieder, wie, als würde man von neuem anfangen. Also bei uns jeden Winter, wir haben ja über den Sommer mehr oder weniger eine Zwangspause, wo wir eben nicht immer snowboarden können. Und dann stellt man eben jeden Winter sein Material neu an. Und da muss ich sagen, da war es schon immer ein bisschen kritisch, dass man es zum ersten Weltcup hin dann schafft, dass man alles perfekt einstellt, sich auch so wieder mit den Trainingstagen so einfährt, dass man sagt, zum Weltcup so, jetzt passt alles. Es war, ja, und die Konkurrenz, die hat nie geschlafen. Also egal, ob bei den Damen oder Herren, es wurde immer mehr und immer enger. Schaust du jetzt so befreit zurück? Kommt ein bisschen Wehmut mit, wenn du so siehst, ja, ein paar Mal wirklich dicht dran gewesen, vierter Platz Olympia, oft im Weltcup ja auch dicht dran gewesen.
Ja, leichte Wehmut habe ich schon. Also ich würde mir wünschen, ich hätte es in manchen Olympischen Spielen vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach vorne geschafft oder Weltmeisterschaften. Ab und zu war ich ja auf dem Podium, aber ja, man wünscht sich immer ein bisschen mehr. Der ganz große Erfolg, der fehlt mir leider noch. Aber das ist die leichte Wehmut, die ich noch habe, aber ich muss sagen, ich bin trotzdem jetzt froh, dass ich jetzt was Neues anfangen kann in meinem Leben. Was machst du denn? Was wird denn aus dir? Ja, ich hoffe, ein Wirtschaftsinformatiker. Also ich habe mich für eine Stelle bei der Stadt München beworben, habe dann auch die Zusage bekommen und hoffe, dass das jetzt mein neues Ziel ist. Also ich werde im Sport weiterhin erhalten bleiben, vielleicht im Nachwuchsbereich, aber erstmal ist das jetzt der neue Fokus, auf den ich mich konzentriere. Eine Karriere geht zu Ende, eine andere geht noch weiter. Aber nicht noch mal bis zu den Olympischen Spielen. Das ist fix, Selina? Ja, also ich denke mal, noch mal weitere 4 Jahre wäre jetzt zu weit gegriffen. Aber ich konzentriere mich auf jeden Fall für die nächste Saison. Wir haben eine Weltmeisterschaft in Amerika vor der Tür stehen. Und das wird jetzt noch mal das ganz große Ziel. Und da mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt noch mal 4 Jahre ist, glaube ich, jetzt zu weit gegriffen. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Und Ramona, gut, du bist quasi die Nachfolgegeneration, muss man ganz klar sagen. Zu der gehörst du. Dein Stern leuchtet schon längst und den Beweis hast du erbracht. Jetzt gilt es, das ganze Ding zu polieren, dass er weiterhin glänzt. Mhm. Höhepunkte auch, Weltmeisterschaft anvisiert? Oder ist schon der Gedanke da, 4 Jahre weiter, dann sind die nächsten Olympischen Spiele? Und dann zweiter, erster? Ich bin recht ein spontaner Mensch und plane es nicht so weit voraus. Bei mir steht jetzt erstmal eben das Abschlussjahr bei der Bayerischen Polizei an. Ich schließe jetzt da im Juli meine Ausbildung eben ab und habe die dann in der Tasche und dann die neue Saison. Und ja, 4 Jahre voraus plane ich jetzt nicht. Ab und zu schon der Gedanke da eben am Peking, aber genau. Wir sprechen uns in 3 Jahren wieder. Dann sitzen wir auf dem Sprung nach Peking. Danke, dass ihr nochmal gekommen seid. Euch jetzt erstmal ein schönes Frühjahr, einen schönen Sommer. Ein paar Trinker, dich werde ich dann vielleicht mal sehen, irgendwann in der Stadt mit dem Laptop unterm Arm. Danke nochmal fürs Kommen, waren tolle Jahre mit dir.